Ich begrüße euch recht herzlich zurück zu Pokémon Silberne Edition. Wir sind das letzte Mal hier an der Stelle stehen geblieben. Ich habe ein paar Änderungen durchgeführt. Ich hatte ja eigentlich vor, meinen Pokémon ein paar Attacken beizubringen, habe mich dann dazu entschlossen, aufgrund der Spannungserhaltung das zu lassen, außer bei Blitzer. Blitzer habe ich getauscht und Blitzer habe ich die Donnerblitzattacke beigebracht, denn die einzige Elektroattacke, die Blitzer noch lernt, demnächst, beziehungsweise was heißt demnächst, Level 50 kommt die erst, ist Donner. Und ansonsten erlernt Blitzer keine Attacke. Donnerschlag können wir Blitzer nicht beibringen. Deswegen habe ich Blitzer Donnerblitz beigebracht. Die anderen Pokémon sind noch so wie gehabt. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter. Das letzte Mal ist hier dieser Typ aufgetaucht, als wir das rote Gyarados gefangen hatten. Sprechen wir ihn mal an. Dieser See ist voller Gyarados, aber sonst gibt es hier nichts. Die Kabados werden also gezwungen, sich zu entwickeln. Bist du wegen der Gerüchte hier? Du bist Lauri, ich bin Siegfried, ein Trainer wie du. Ich hörte einige Gerüchte, also kam ich hierher, um einige Nachforschungen anzustellen. Ich habe gesehen, wie du kämpfst, Lauri. Man kann sagen, dass du ein Trainer von bemerkenswertem Format bist. Würdest du mir bei meinen Nachforschungen helfen? Gern. Exzellent. Es sieht so aus, als würde jemand die Kabados im See zwingen, sich zu entwickeln. Die Ursache ist das mysteriöse Radiosignal aus Mahagonia City. Ich werde auf dich warten, Lauri. Ja, Siegfried wartet also in Mahagonia City auf uns. Siegfried, der Name sollte uns bekannt vorkommen aus der, boah, jetzt muss ich überlegen, roten Edition. Da war der Champ der Top 4, beziehungsweise, ja, war der Champ. Ja, Gary hatte ihn ja dann letzten Endes besiegt gehabt und somit war Gary dann letzten Endes der Champ und Siegfried nicht mehr, so sieht's halt aus. Und ja, dementsprechend können wir so vermuten, dass Siegfried, also der ehemalige, beziehungsweise der Champ von der Kanto-Region ist. So, wir wollten nach Mahagonia City. Vorher allerdings können wir noch was machen. Ich bin gerade am Überlegen, was wir machen können. Irgendwas war es noch. Boah, was wollte ich gerade machen? Tja, ich weiß es nicht. Wird sich schon ergeben noch. Fliegen wir also nach Mahagonia City und treffen dort auf Siegfried. So, Siegfried wartet. Ich glaube, in diesem Häuschen wartet Siegfried auf uns. Genau. Ja, er befiehlt seinem Dragoran, Hyperstrahl einzusetzen gegen diesen Typ hier. Was hat dich aufgehalten, Lauri? Das habe ich mir gleich gedacht. Die merkwürdigen Radiowellen kommen von hier. Ja, der wird einfach mal beiseite geschoben. Und Siegfried findet eine versteckte Treppe. Wir sollten uns trennen, um diesen Ort zu erforschen. Ich gehe zuerst. Siegfried steigt ein. Wir laufen ihm hinterher. Und zack. Kaum stehen wir neben der Statue, geht's los. Der erste Kämpfer, beziehungsweise der erste Gegner kommt. Hey, Eindringling, Alarm! Und das wird jetzt bei jeder Statue passieren, solange wir einen Schalter nicht ausschalten. Das heißt, wir können hier diverse Erfahrungspunkte sammeln. Wenn wir denn wollen. Und, ja, der erste Rocket Rübis schickt Traumato in den Kampf. Wir haben unser Blitzer. Tauschen wir erstmal die Attacken so, wie ich es am liebsten haben möchte. Und schauen mal, was wir mit der Donnerblitzattacke von Blitzer hier anrichten können. Ja. Reicht, um Traumato mit einem Schlag zu besiegen, so wie sich das gehört. Weiter geht's mit Zubat. Auch das sollten wir relativ schnell besiegen. Probieren wir es mal mit der Sternschauer-Attacke, damit wir ja unsere AP zumindest etwas schonen können. Jawohl, Volltreffer, das reicht aus. Und Blitzer erhält weitere Erfahrungspunkte. Rocketrübel wurde besiegt. Und weiter geht's. Ja, gedacht. Kommt direkt der nächste. Ich bin dran, es gibt kein Entkommen. Also, zwei Kämpfe pro Statue. Einer mit zwei, einer mit drei Pokémon. Und ich glaube, es sind immer die gleichen
Trainer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. So, erstes Zubat schon mal wieder besiegt mit der Sternschauer-Attacke. Problemlos ging das. Weiter geht's mit Slimer. Auch das sollte unser Blitzer schaffen. Je vor allem jetzt, wo es die Donnerblitzattacke beherrscht, ist das doch ein leichtes für uns. Ich versuche nebenbei immer noch herauszufinden, was ich machen wollte. Ich hatte nämlich noch irgendeine Idee, wollte vorher noch irgendwo anders hinfliegen. Wir konnten noch irgendwas erledigen, glaube ich. Aber irgendwie, ja, komme ich gerade nicht drauf. Sei es drum, es wird mir hoffentlich noch einfallen. Wunderbar, Blitzer erreicht Level 30. Und damit. Ah, versucht Doppelkick zu erlernen, sehr schön. Ja, ich bitte darum. Welcher Tag soll vergessen werden? Ruckzuckhieb könnten wir grundsätzlich vergessen lassen. Bringt bei Blitzer eh nicht so viel, weil es ja so schon ein relativ schnelles Pokémon ist und somit eigentlich fast immer den Erstschlag hat. In dem Pokémon-Statuen sind Überwachungskameras angebracht. Wir greifen weiter an, bis du einen Geheimschalter betätigst. Ja, danke für die Info. Ja, das ist eine Snobilikat-Statue. Es ist ein seltsamer Glanz in ihren Augen. Ja, hier ist die nächste Statue. Hier könnten wir quasi den nächsten Alarm auslösen. Hier unten ist der PC, wo wir den Alarm abschalten können. Grundsätzlich will ich aber noch ein bisschen trainieren. Deswegen tauschen wir erstmal Blitzer gegen Onyx aus, genau. Und gehen hier auch zu dieser Statue. Und zack, kommt das nächste Doppelpack Rocket Rüpel. Die Frage ist halt, ob die auch wiederkommen, wenn ich eine Statue erneut betrete. Das wäre tatsächlich mal ganz interessant zu wissen. Müssen wir aber nicht zwingend ausprobieren jetzt. So, probieren wir aber mal die Eisenschweifattacke aus, die direkt daneben geht. Stalos hat so gut wie immer getroffen. Bei uns geht direkt gleich mal die erste daneben. Die zweite natürlich auch. Also, mir fällt da gerade gar nichts dazu ein. Fünf verschissene Runden habe ich gebraucht, um jetzt mal einen Treffer zu landen. Ist denn das die Möglichkeit? Mann, Mann, Mann. Oh, nix. Okay, haben dann Traumatodorner besiegt, ohne selber hier, also fast ohne selber was abzubekommen. Weiter geht's mit Zubat. Das sollten wir hoffentlich leichter besiegen können. Mensch, der Steinwurf trifft sogar gleich mal in der ersten Runde und Zubat ist besiegt. Mann, 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 nur nix. Machst mir das Leben hier wieder unnötig schwer. Hocke drüber ist besiegt. Und direkt kommt noch ein zweiter hinterher, natürlich. Ich bin dran, es gibt keinen Komm. Ja, das ist wieder der Typ mit den drei Pokémon. Und der hatte als erstes ein Zubat Level 16. Sollten wir problemlos meistern können. Die Steinwurfattacke reicht diesbezüglich aus. Wunderbar. So, was hat er noch gehabt? Ein Radfratz, genau. Genau, ein Radfratz. Ach, diesmal trifft gleich der Eisstreif. Wie schön. Mann, Mann, Mann. Reicht aus. Und als drittes Pokémon kam hier noch ein Slimer, genau. Genau, Slimer war da noch mit dabei. Schicken wir nochmal einen Steinwurf. Mal schauen, ob der ausreicht. Ah, ich hatte es schon vermutet. Oh, und da kommt noch ein Härtner. Allerdings jetzt keine Lust hier unnötig irgendwelche AP zu verschwenden. Deswegen der Kreideschrei. Dann kann Slimer nämlich gern nochmal den Härtner einsetzen. Macht's aber nicht. Das heißt, die Verteidigung ist letzten Endes schwächer als vorher. Und damit wird dieser Steinwurf natürlich reichen. Slimer ist besiegt. Und Rocket Trübel ebenso.
Wir greifen weiter an. Bist du einen Geheimschalter betätigst? Ja. Die Aussage habe ich vorhin schon bekommen. Hier haben wir einen, der kommt nicht immer bei den Statuen, sondern das ist ein gesonderter. Mal schauen, was der für Pokémon einsetzt. Hehe, bist du glücklich, Punk? Los, mach einen weiteren Schritt. Wir haben Fallen in den Boden eingebaut. Ja, dort kommt gleich so ein Abschnitt. Da werden wir auf wilde Pokémon treffen. Je nachdem, wo wir lang gehen, halt eine bestimmte Anzahl. Ich weiß, dass wenn ich ganz rechts lang gehe, glaube ich zumindest, kam unter anderem am wenigsten wilde Pokémon. Schauen wir mal, wie wir das lösen können. Erstmal widmen wir uns diesem Trainer, dem Radfrazier in erster Linie. Und trainieren quasi weiter unter unser Onix. Ich glaube, den Metallmantel, den wir brauchen zur Entwicklung, bekommen wir tatsächlich erst nach den Top 4. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber lässt sich nicht ändern. Das lässt sich leider nicht ändern, ist halt so. Müssen wir mit leben. Und quasi mit Onix in die Top 4 gehen. Alter, hast du auch was anderes außer Radfratz? Also bis jetzt habe ich nämlich nicht so das Gefühl. So, auch der Steinwurf war ein Erfolg. Und dann kommt hier noch ein weiteres Radfratz. Na klar, vier Radfratz. Warum nicht? Für ein anderes Pokémon reicht es scheinbar nicht, bei dem Rocket Trübel das zu fangen. Ist nur in der Lage, Radfratz zu fangen. Jo, Rocket Trübel besiegt. Kabum! So, wir gehen also ganz rechts lang. Ja, da haben wir das erste wilde Pokémon. Das klang fast wie ein Smogon. Ja, genau so ist es. Ein wildes Smogon. Hier tauchen aber, glaube ich, auch andere auf. Oh, Level 21. Wie die Pokémon der Fallen letztendlich sogar stärker sind als die Pokémon unserer Gegner. Das ist natürlich sehr, sehr lächerlich. Oh, Schlammbart. Dürfte nicht so viel Schaden machen. 1 KP. Oh, aber vergiftet, na klar. Mann, die Vergiftung ärgert mich natürlich jetzt schon. Weil die macht halt auch ordentlich Schaden. Hier an der Stelle wäre es halt besser, wenn unser Onix schon entwickelt wäre. Weil dann könnte es gar nicht vergiftet werden, weil Giftattacken keine Wirkung haben auf Stalos. Wegen des Stahltyps. Aber wir sollten ein paar Gegengift dabei haben. Jo, zwei Stück immerhin. Zack, da war es nur noch ein Gegengift. Nützt alles nichts. Und dann haben wir hier ein wildes Kleinstein. Das können wir relativ easy besiegen mit der Eisenschweifattacke. Denn Stahlattacken sind sehr effektiv gegenüber Gesteins-Pokémon. Die Frage ist nur, wie viele Versuche brauchen wir, um den Treffer zu landen? Ja, schon mal mehr als ein. Oh, und da kommt Intensität 6. Das tut natürlich weh. Haben wir noch Glück gehabt, dass es nur Intensität 6 war. Und Onix pennt wieder. Onix, kriegst du es dann mal bitte auf die Reihe? Ey, das ist nicht mehr normal. Das gibt's gar nicht, wie oft das Onix verfehlt. Das ist jenseits von Gut und Böse. Mann, Mann, Mann. So, brauchen wir jetzt erstmal einen Trank. Haben wir einen kleinen Trank? Ja, nicht. Haben wir natürlich nicht. Gut, dann muss es erstmal so weitergehen. Haben noch ein wildes Pokémon hier. Nochmal ein Kleinstein. Das ist das dritte. Jetzt, vielleicht treffen wir ja jetzt mal mit dem Eisenschweif. Wäre ja eine klasse Sache, bevor Onix hier die Biegekatze. Das ist nicht normal. Sorry. Aber es ist wirklich nicht normal. Ist jetzt nicht so, dass Eisenschweifen eine Genauigkeit von 50 hat. Ich treffe ja nicht mehr zur Hälfte. Mann, 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 Onix. Mann, Mann, Mann. Machst mich schwach. Und noch ein wildes Pokémon. Wir sollten, glaube ich, nicht unbedingt auf den Schalter dort drehen. Der teleportiert uns zurück zum Ausgang. Und da müssen wir den ganzen Weg nochmal laufen. Und dann kommen definitiv die Rocket-Trübe bei den Kameras nochmal. Ein wildes Voltoball, das haben wir noch nicht.
greifen wir das dann mit der Raserei an. Damit wir es entsprechend schwächen können. Oh, da kommt ein Kreideschrei. Was hat Voltoball vor? Das erhöht natürlich nicht unseren Rasereiangriff, weil es kein physischer Angriff war, sondern halt nur unsere Verteidigung geschwächt hat. Ja, das hat jetzt allerdings gar nicht mal so viel gebracht. In der Hinsicht. Mit dem Kreideschrei vor, weil das hätte so oder so 20 Schaden gemacht, weil es Ultraschall ist. Da ist ja der Schaden fixiert auf 20. Für die Tech-Attacke hat es schon eher Sinn gemacht, aber du machst ja trotzdem bloß einen Schadenspunkt. Ist das jetzt auch durch den Trank unterbrochen? Ja. Ging daneben, interessant. So, würde ich sagen, werfen wir jetzt mal den Ball. Und schauen mal, ob wir Voltoball fangen können. Also, auf geht's, Superball. Fang mir das Voltoball. Jawohl, Voltoball im Ball geblieben. Und damit haben wir einen weiteren Eintrag im Pokédex. Nö, kein Spitznamen, passt soweit. Danke, danke. So, wie gesagt, nicht hier drauflaufen. Und hier kommt dann gleich... Ja, natürlich. Die nächsten Rocket drüber. Hey, Eindringling, Alarm! Ja, ich mache das jetzt gerade ein bisschen unnötig, dass ich hier gegen die ganzen Rocket drüber drin... Kämpfe. Aber ja, wir haben ja jetzt letztens gesehen bei den Arena-Leitern, wir brauchen zumindest, also dieses Training brauchen wir schon. Alter, ich werfe hier gleich irgendwas durch den Raum. Das gibt's gar nicht. Sowas Bescheuertes. Wow. Tamado besiegt. Onyx bekommt die Erfahrungspunkte. Weiter geht's mit Zubat. Da können wir mit dem Steinwurf agieren. Ich bin eigentlich sogar der Meinung, Steinwurf ist ungenauer als Eisenschweif. Ja, aber der Steinwurf trifft dann doch häufiger. Weiß nicht, was hier los ist mit Onyx. Zubat auch besiegt. Und damit den ersten Rocket drüber gleich wieder ausgeschalten. Der hier nun mittlerweile zum dritten Mal schon versagt hat. Weiß gar nicht, wie viele Statuen wir hier haben. Also eine weitere gibt es auf jeden Fall noch. Die hatten wir ja vorhin schon gesehen. Da bin ich dann wieder umgekehrt. An der müssen wir wahrscheinlich nochmal vorbei, um an den PC zu kommen. Wenn wir uns von unten ranwagen. Aber wenn wir dann alle einmal passiert haben, schalte ich die Überwachungskameras auch aus. Und dann wären die Kämpfe erledigt. Wir können uns dann mal kurz heilen gehen. Weil das mit den APs sieht ja nicht mehr ganz so rosig aus bei uns. Vor allem, weil Onyx ja wieder mal seine Kontaktlinse bzw. die Brille zu Hause gelassen hat scheinbar. So traurig das klingt. Aber es ist leider so. So, noch ein Slimer zum krönenden Abschluss. Ist eine Stahlattacke eigentlich normal effektiv? Mal schauen, ob wir es noch rausfinden oder ob Onyx mal wieder nicht trifft. Vorher schicken wir nochmal einen Kreideschrei. Und dann versuchen wir es nochmal. Oh, was wird ausgesetzt? Der Kreideschrei wird blockiert, okay. Eisenschweif, wir treffen tatsächlich nicht. Sind wir jetzt auch noch vergiftet zu allem Übel? Nein, Mensch. Alter. Ey, das ist doch wirklich nicht normal. Jetzt mal ganz ehrlich. Oh, Onyx. Du bringst mich noch ins Grab. Puh, Rocket drüber besiegt. Das war zum Glück schon der zweite. Jetzt tauschen wir erstmal das Pokémon, weil Onyx hat bloß auf ihr Raserei und Kreideschrei-AP. Das könnte doch besser aussehen. Wenn da nicht so viel immer daneben gehen würde. Oh, wir haben hier ein Item. Ein Nugget. Das bringt einiges an Pokédollar ein, wenn wir das verkaufen. Und wir haben die nächste Überwachungskamera, die wir auslösen. Ja, wieder diese zwei Typen, die lernen einfach nicht. Beziehungsweise haben scheinbar extrem große Lust, hier immer wieder auf den Sack zu bekommen von uns.
Und dann geht's schon wieder los mit Traumato Level 17. Natürlich, jetzt agieren wir mit Skarbon. Die Zornklinge wäre gar nicht so verkehrt, aber ich glaube, mit der Hornattacke können wir es relativ schnell richten. Ja, wusste ich's doch. Wusste ich doch, dass es relativ schnell geht. Dann kommt nochmal Zubat, auch das werden wir mit der Hornattacke ausschalten. Und dann können wir uns direkt dem zweiten Rocket-Trübel wieder widmen. Bevor wir uns dann hier weiter durch das Gebäude bewegen dürfen. Und auch der nächste ist dran. Es gibt keinen Komm. Zumindest keinen Komm vor diesen Kämpfen. Vor den zweien, ja, sind wir jetzt schon dreimal erfolgreich geflohen, beziehungsweise haben wir sie ja in die Flucht geschlagen, weil sie einfach keinen Stich gesehen haben gegen uns. Und genauso wird es auch dieses Mal wieder enden. Zubat besiegt. Als nächstes kommt Slimer. Ja, diesmal wird nicht in der 1-3-2 Reihenfolge gekämpft, sondern in der normalen. Das heißt, Radfratz kommt dann zum Schluss. Auch Slimer mit einem Schlag besiegt. Okay, war ein Volltreffer. Würde mich wundern, wenn da die Hornattacke ausreicht. Slimer hat dann doch eine deutlich höhere Verteidigung als die normalen Pokémon in dem Level, wie eben Radfratz oder Zubat. Wobei ich auch vorhin bei Traumato schon verwundert war, dass das K.O. gegangen ist direkt. Ja, ich weiß, du brauchst mir das nicht jedes Mal sagen. Wahrscheinlich haben sie doch so langsam keinen Bock mehr gegen mich zu kämpfen, deswegen sagen sie mir das. Oh, und wir finden den Übertrank. Sehr, sehr gut. Und haben dann hier die nächste Überwachungskamera. Ja, wird auch aktiviert, wenn wir nicht direkt daneben laufen, sondern ein Kästchen weiter. Auch da erkennt uns die Kamera noch. Und entsprechend das nächste Mal der Doppelkampf. Das dürfte jetzt aber der letzte sein. Also ein letztes Mal gegen dieses Traumato hier, Level 17. Dass wir da mit Leichtigkeiten besiegt haben. Ich weiß gar nicht, ob wir im... Ich glaube, im nächsten Raum treffen wir auch auf Siegfried. Der heilt unsere Pokémon dann, glaube ich, gleich. Dann brauchen wir vielleicht gar nicht erst rausgehen nochmal. Das wäre dann verschwendete Zeit. Dann spekulieren wir einfach mal drauf, dass uns Siegfried heilt im nächsten Raum. Und gehen quasi einfach direkt weiter. Zur Not habe ich auch ein paar Äther da, wenn es denn wirklich hart auf hart kommt. Ja, ein letztes Mal dann noch dieser Rocketrübel. Plätten wir also auch ihn. Jo, der startet mit Zubat. Schalten wir das erstmal in aller Gediegenheit aus mit der Hornattacke. Ohne Probleme ist das hier machbar. Natürlich als nächstes wieder Slimer. Wird genau die gleiche Reihenfolge sein wie beim vorhergehenden Mal. Da wir da ja auch schon mit Skarbon gekämpft haben, gibt es ja keinen Grund hier die Taktik zu ändern. Hat er schon das letzte Mal mit Erfolg verloren. Dann kann er das ja dieses Mal genauso anwenden. Oh, jetzt habe ich gar nicht geschaut, ob es wieder ein Volltreffer war, weil es war, glaube ich, wieder mit einem Schlag besiegt. Scheinbar reicht die Hornattacke doch schon aus. Rocket drüber besiegt. Ein letztes Mal und er erklärt uns zum mittlerweile, ich glaube, fünften Mal, dass wenn wir den Computer nicht ausschalten, dass sie uns weiter und weiter angreifen. Ich sehe jetzt hier erstmal keine weitere Überwachungskamera, deswegen bin ich hier guter Dinge. Dass es das war. Jawohl, haben wir einen Forscher. Dies war einmal ein Ninja-Versteck. Es wurden Fallen aufgestellt, um Eindringlinge wie dich zu verwirren. Schön. Schön für euch. Forscher Theodor möchte kämpfen und der schickt Magnetilo in den Kampf. Da habe ich jetzt nicht wirklich was Geeignetes hier gerade vorne dran. Nö, absolut gar nicht. Versuchen wir es mit zwei Hornattacken zu lösen. Ja, das gelingt mir. Boah, jetzt hatte ich so ein bisschen Angst, dass hier eine Donnerwelle kommt. Da haben wir Glück gehabt. Und Magnetilo besiegt. Den Volltreffer hätten wir grundsätzlich eher gebrauchen können, Skarbon.
Ein weiteres Magnetilo. Okay, da wechsle ich jetzt das Pokémon. Wir schicken Igelava in den Kampf. Und schauen uns doch gleich mal die neue Attacke an, die Igelava gelernt hat, unmittelbar nach dem Arena-Kampf. Warum denn auch vorher lernen? Wäre zu einfach gewesen. Das ist das Flammenrad. Die Attacke ist stärker als die Glutattacke, aber auch nicht unbedingt der Bringer. Reicht zwar Magnetilo mit einem Schlag zu besiegen, aber vertraut mir, die Attacke ist auch nicht der Bringer. Nordmagnetilo, das heißt, unser Igelava wird auch dieses erledigen. Ebenfalls mit dem Flammenrad. Boah, was wird das Flammenrad für eine Stärke haben? Ich glaube, Glut war 40, Flammenrad wird dann eine 60er Stärke, glaube ich, haben. Das ist halt auch nicht wirklich viel. Deswegen werde ich dann, wenn sich unser Igelava entwickelt hat zu Tornupto, ihm auch den Feuerschlag beibringen. Ach, X-Treffer, einer meiner Lieblings-Items. Ein Geheimschalter, betätige ihn. So, damit werden wir jetzt definitiv nicht mehr angegriffen bei den Statuen. Egal, ob es nochmal passiert wäre, wenn wir wieder daran vorbeigelaufen wären oder nicht. Und damit gehen wir jetzt weiter in den nächsten Abschnitt, wo hoffentlich Siegfried auf uns wartet. Jawohl. Bist du in Ordnung? Deine Pokémon sind müde und verletzt. Gib ihnen ein wenig von meiner Medizin. Lasst uns für die Pokémon unser Bestes geben. Jo, Siegfried geht voraus. Wir eilen ihm hinterher. Herr, hier können wir leider noch nicht rein. Dafür brauchen wir einen Türöffner, beziehungsweise mit ein Passwort. Und haben hier den nächsten Rocket-Trübel, der gegen uns kämpfen mag. Mal schauen, was er für Pokémon hat. Zwei Stück sind es auf jeden Fall. Sind die auch Level 17 oder sind die jetzt stärker? Oh, die sind ein Level stärker. Scheinbar zumindest. Blutzug. Ja, das ist eine Sache für die Hornattacke. Sollte schnell gehen. Geht schnell. Und Skarbon ist kurz davor, ein weiteres Level aufzusteigen. Noch ein Blutzug. Ich glaube, das wird nicht ganz reichen für Level 31, wenn ihr mich fragt. Schauen wir mal. Doch, reicht aus. Reicht aus. Level 31 Skarbon wird keine weitere Attacke erlernen. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ich freue mich schon auf den Feelender. Auch das ist eine relativ ungenaue Attacke, aber eine richtig starke Käferattacke. Und Onyx ist wieder dran. Wurde ja gerade eben geheilt. Dann können wir es auch wieder vornehmen. Das Einzige, was nicht geheilt wurde, ist Onyx Blindheit. Mit der müssen wir leider Gottes noch weiter hier umgehen. Und haben hier den nächsten Rocket-Trübel. Die Türe öffnet sich nicht. Nun? Oh, sie ist passwortgeschützt. Nur Team Rocket hat Zugriff. Stimmt, wir müssen jetzt hier immer mal mit den Leuten nach den Kämpfen reden. Weil uns manche dann das Passwort verraten. Beziehungsweise eine oder zwei Personen. Und der hat auf jeden Fall schon mal einen Golbat. Level 18 nur, aber ein Golbat. Das wird schneller sein. Nein, wird nicht schneller sein. Steinwurf trifft, das dürfte schon ausreichen. Und es reicht aus. Das gibt einiges an Erfahrungspunkten. 658, das reicht fast für Level 31. So, sprechen wir nochmal mit ihm. Bin doch nur ein Rübe, ich kenne das Passwort nicht. Pech gehabt. Okay, hier an der Stelle machen wir das nächste Mal weiter. Gehen dann noch ein Stockwerk nach unten. Schauen uns weiter um hier im Rocket-Versteck und versuchen das Passwort rauszufinden, das wir brauchen, um die Tür dort zu öffnen. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart, hoffe es hat euch gefallen und hoffe euch auch das nächste Mal hier wieder begrüßen zu dürfen zu Pokémon Silberne Edition. Bis dahin, macht's gut.